So, es geht weiter mit unseren Swings. Und wir werden unsere Swings als erstes einmal ein Gesicht verpassen. Wir werden jetzt einmal hier unten zur Wand gehen. Und dann werden wir es einmal hier ein Eisenblock so entlang ziehen. Und das ist eine Breite von 11. So, dann müssen wir einmal den Mittelpunkt festlegen. Das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5. Und der sechste ist die Mitte, sodass wir hier von aus wieder 5 haben. So, dann gehen wir einmal hier mit dem Eisenblock nach oben. Dann gehen wir einmal hier in die Ecke. Gucken, ob das auch passt. Ah, ne. Ich müsste jetzt dahin. So. Hätte ich auch andersrum machen können. Auf jeden Fall von hier aus einmal den Mittelpunkt treffen. Fertig. So, jetzt können wir das einmal wieder wegmachen. Lassen 4 Stück stehen. 1, 2, 3, 4. Das kann alles wieder weg. Dann werden wir einmal wieder unseren glatten Sandstein nehmen und werden jetzt hier einen glatten Sandstein drauf machen, den bis auf den Boden setzen, so bis hier, und ziehen das einmal komplett bis zur Spitze oder hier oben bis zum Kopfende. So, dann werden wir einmal hier einen Block entlang ziehen, damit wir wissen, okay, wir wollen genau die Höhe haben, ne? Nicht, dass ihr etwas höher baut, dann müsst ihr das wieder wegschlagen, dass wir jetzt genau die Höhe haben. So, haben wir die Höhe ermittelt, passt optimal, kann das wieder weg. Dann gehen wir nach unten. Und dann werden wir einmal auch hier 15 Steine entlang bauen. Das bedeutet, wir haben ja hier wieder den Mittelpunkt. Und dann haben wir hier nach rechts 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen einen noch oben drauf. Und dann das gleiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einen oben drauf. Und dann können wir den einmal komplett nach oben ziehen. Auch wieder bis zum Kopfende. Dann gehen wir hier in die Ecke, verbinden das einmal. Das gleiche machen wir hier auch. Können wir auch von hier oben einmal den so entlang ziehen. Dann gehen wir nach unten. Ziehen den nach oben. So, und schneiden den Rest ab. Fertig. So, und die Fläche, die Innenfläche, wird jetzt komplett einmal ausgebaut mit den glatten Sandstein. So, haben wir die Wand ausgebaut. So sieht es aus. Gehen wir einmal hier oben wieder an die Spitze. Und dann werden wir einmal hier die Ecke verbinden und einmal die unterste Ecke einmal auch verbinden. So. Auf der anderen Seite machen wir es auch eben zusammen. Hier oben einmal verbinden und die unterste Ecke auch wieder einmal verbinden. So, dann werden wir hier reingehen, bauen jetzt das aus, damit es bündig ist, und bauen nochmal eine Reihe davor. So und einmal so. Machen wir hier auch nochmal zusammen. Unten die Ecke einmal zubauen, dass es bündig ist, und dann noch eine Steinreihe davor. So, dann gehen wir hier in die Ecke, schlagen die Ecken raus, so. Einmal so. Dann schlagen wir hier die Ecke raus, diagonal, und da die Ecke. Das gleiche machen wir hier nochmal. Diagonal hier, diagonal da. So. Dann werden wir das einmal hier oben zumachen, komplett. So, nachdem wir die Ecken hier reingebaut haben, werden wir jetzt hier die Seiten schließen. So, die werden einfach zugebaut. Einmal hier so, stumpf davor. So. Und hier. Das wird komplett einmal hier an der Seite zugebaut. Ja. So, bevor wir die andere Seite auch zumachen, seht ihr ja, es ist kein Hohlraum mehr da. Das heißt, bevor ihr hier auf der Seite hier das komplett zumacht, macht ihr natürlich alles voll mit Stein, sodass wir keinen Hohlraum haben, weil wir werden das Gesicht später herausschneiden. So, das heißt, hier so sieht das aus. Der Hohlraum ist weg, alles voll mit Stein. Und dann kommt der letzte Schluss und das war's. Und dann können wir das Gesicht dann später, dann kann man sagen, herausmeißeln. So, zu und fertig. So, haben wir beide Seiten jetzt zugebaut. Werden wir jetzt hier in die Ecke gehen und ziehen hier nochmal einmal 2 Blöcke nach oben. 1, 2. So, dann gehen wir nach oben, machen hier auch nochmal 2 Blöcke. 1, 2. So, das gleiche machen wir hier auch. Nochmal 2 Blöcke. 1, 2. So. Und dann hier automatisch auch wieder 2 Stück. 1, 2. So. Dann haben wir das. Okay. Und dann gehen wir hier oben nochmal hin. Da können wir das hier auch nochmal rausschlagen. Das heißt, jetzt haben wir jetzt hier 1, 2, 3. Ab dem 4. können wir den auch mal wegmachen. So.
Dann können wir hier die Ecke nochmal wegmachen und das war's. So, hier machen wir es auch ganz schnell. Einfach zwei Reihen unten hin, zweite Reihe, dann nach oben. Dann auch immer wieder zwei Reihen, zweite und dann hier die nächste, erste und zweite. Dann die nächste wieder, erste und zweite. So, dann haben wir das letzte und dann machen wir die Seite weg. Die oben, die Ecke weg und dann haben wir das hier auch erledigt. So, bevor wir das Gesicht jetzt hier reinschlagen, werden wir noch eine Veränderung an unsere Swings an den Seiten machen. Wir werden jetzt einmal hier in der Ecke den Block nach oben ziehen. Auf der anderen Seite macht ihr das gleiche natürlich auch. Erstmal machen wir hier, wo das Kästchen ist, lassen wir jetzt eine Lücke frei, beziehungsweise einen Stein. Ziehen jetzt einen hier drüber. Der bleibt sichtbar. So einen drüber ziehen, der bleibt sichtbar. So drüber ziehen, sichtbar. Und den da drüber ziehen. So, dann sieht das so aus. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite natürlich auch. So, haben wir beide Seiten das ausgebaut. Werden wir jetzt in die Ecke gehen. Dann machen wir das gleiche System, weil das ja jetzt noch genug Platz ist. Das heißt, hier einer sichtbar, der wird rausgeschlagen. So, und dann das gleiche Prinzip machen wir jetzt hier auch. Hier haben wir ja zwei Stück. Dann werden wir einfach hier in der Ecke, weil der bleibt sichtbar, rausschlagen. Fertig. So, haben wir beide Seiten ausgebaut, geht sofort weiter. Immer wieder lassen wir die Außenecken stehen. Das heißt jetzt, wir werden erstmal hier diese Dreierfläche, die wir hier oben drauf noch haben, hier, 1, 2, 3, die wird jetzt einmal komplett so weggeschlagen. Komplett. So. Dann haben wir von der Ecke aus hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dann werden wir jetzt hier, der bleibt sichtbar wieder. Und jetzt gehen wir einen höher. Die Außenecke lassen wir ja liegen und schlagen ab hier das raus. Dann wieder einen drüber, sichtbar. Dann hier, Außenecke sichtbar lassen, das wegschlagen. Gleiche Prinzip wieder hier, sichtbar, Außenecke stehen lassen und den rausschlagen. So, dann haben wir hier so ein Muster und das gleiche baut ihr natürlich auf der anderen Seite auch. So, nachdem wir die beiden Seiten mit den Lamellen ausgebaut haben, fangen wir an, das Gesicht zu kreieren. So, jetzt habe ich hier natürlich schon wieder vorbereitet. Wir nehmen einmal den Eisenblock in die Hand. Dann gehen wir einmal hier hin. Hier haben wir ja die inneren Lamellen. 1, 2, 3. Ab der dritten macht ihr hier einmal einen Eisenblock hin, damit ihr euch das merkt, die Stelle. So, dann geht ihr einfach hier so entlang bis hier, Außenecke, und schlagt einmal hier den Eisenblock rein. So, gegenüberliegend könnt ihr dann einfach das gleiche auch machen. Wir gehen einmal hier entlang, in die Ecke, den Eisenblock. So. Jetzt diagonal werden wir 5 Steine, beziehungsweise 6 Steine, ja genau, 6 runterbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann einmal die Eisenblöcke reinbauen. Das gleiche machen wir natürlich auf der Seite auch. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. So, dann die Eisenblöcke. Und dann werden wir das einmal hier verbinden. Das heißt jetzt hier einmal die Eisenblöcke verbinden und fertig. So, jetzt können wir einmal hier den Eisenblock auch wieder wegmachen. Da unten die Blöcke mache ich auch gleich weg. Dann werden wir jetzt einmal hier die Blöcke freischlagen unter dem Eisen. Das heißt jetzt hier einmal so runterschlagen. So. So, haben wir das weggeschlagen. Sieht das so aus. Und jetzt werden wir das alles entfernen bis zu den Eisenblock. Bis hier, da wo die Zweierreihe ist, bis hier unten hin wird das gebaut. So. So, haben wir das alles weggeschlagen. So sieht das Endergebnis aus. Dann können wir jetzt die Eisenblöcke auch hier entfernen, alle, komplett. So, nachdem wir das gemacht haben, werden wir jetzt einfach hier in die Ecke gehen. Dann zählen wir ab 1, 2, 3 und ab dem vierten machen wir jetzt einen Block hier hin und schlagen den auch weg, bis unten hin. So. Das war jetzt zu viel. So, das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Hier wieder in die Ecke, 1, 2, 3, ab dem vierten den weg, dann komplett runterschlagen. So, dann gehen wir zu der Seite, dann zählen wir das gleich ab, 1, 2, 3, hier ist der vierte und dann wird das auch weggeschlagen. So, das machen wir auf der Seite auch wieder. So, haben wir beide Seiten ausgebaut, dann nehmen wir jetzt einmal wieder unseren Eisenblock. Dann gehen wir einfach hier einmal hier hin, wo die Fünferreihe ist. Die Mitte wäre natürlich hier.
Dann werden wir einmal hier 1, 2, 3, 4. So, ab dem 5. schlagen wir jetzt hier den weg. 2 nach rechts, 2 nach links. Dann gehen wir sofort weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, hier ist der 7. Dann lassen wir jetzt noch einen frei und machen jetzt hier 1, 2, 3 raus. Das gleiche hier auch. Der bleibt sichtbar. 1, 2, 3 raus. So, der Eisenblock kann weg. Und die Eisenblöcke natürlich jetzt auch. So, nachdem wir schon mal die Augen und den Mund festgelegt haben, gehen wir einmal hier wieder zu unserem Mund. Der hat ja eine Breite von 5. Das heißt, die Mitte ist hier. So, zwei Steine bleiben sichtbar. Das heißt jetzt hier der 1, 2 und ab dem 3. machen wir hier einen Block hin. Den ziehen wir komplett bis nach oben. Einmal bis zu den Augen und dann nochmal 1, 2, 3 Steine höher. So, jetzt werden wir die Augen einmal hier oben und einmal hier unten wegschlagen. Einmal nochmal hier unten und einmal hier oben. So, dann haben wir jeweils ein Quadrat. So, nachdem wir die beiden Quadrate drin haben, werden wir jetzt einmal nach rechts und einmal nach links nochmal eine Reihe wegmachen. Dann wird das Auge ein bisschen größer. Dann haben wir hier einen Abstand von 2. Das machen wir auf der Seite auch einmal. Nochmal eine Reihe nach außen, sodass wir hier eine Zweierreihe haben. Dann werden wir direkt einmal die Treppe hier hinbauen, dort an den Außenecken jeweils. Dann nehmen wir einmal hier die Sandsteinstufe, einmal hier unten, einmal hier oben. Und dann schlagen wir einfach den weg und den weg. So, dann haben wir das erste Auge fertig und dann macht ihr das auf der linken Seite genauso. So, beide Augen sind drin. Jetzt gehen wir einmal hier oben zur Nase. Das heißt, jetzt hier haben wir einen Abstand vom Auge her 1, 2, 3. Und genau hier ziehen wir einmal einen entlang bis zur Außenecke. Hier auch einmal. So. Dann gehen wir einmal hier unten hin. Ziehen einmal hier einen Block hin bis ungefähr hier. Die Höhe vom Auge. So, dann gehen wir etwas tiefer. Dann diagonal von der Ecke aus. 1, 2, 3. Das gleiche hier auch einmal. So. Fertig. Das kann man später noch ein bisschen kreieren. Das ist aber erstmal so dafür da, dass wir erstmal das Gesicht da reinkriegen. So, dann als nächstes verbinden wir das auch hier. So. Und einmal von der Ecke aus einmal so. So, jetzt werden wir genau da, wo die Nase ist, einmal hier einen Stein weiter nach oben bauen, bis hier zum Kopf. Und dann werden wir jeweils immer einen freilassen. Dann kommt der nächste. Dann wieder einen freilassen. Der nächste. Und jetzt hier einmal auch bis in die Ecke. Und dann bleibt das so. Dann gehen wir von hier aus, seht ihr, wo wir jetzt sind, an der Kante hier. Den lassen wir stehen, den ziehen wir nach oben, so dass das hier diagonal passt. Und dann schlagen wir die Ecke noch weg. Patsch. So, das gleiche hier auch. Wieder freilassen, hochziehen. Jeweils immer einen freilassen, das kann man auch so hoch und runter bauen. In die Ecke, einmal hier entlang. Den rausschlagen, dass die beiden Diagonalen passen. Die Ecke rausschlagen und dann haben wir schon die Mütze fertig. So, jetzt haben wir das Gesicht soweit fertig. So sieht das Endergebnis jetzt aus. Oben drüber, das werden wir später noch kreieren. Ob ich das jetzt da reinschlage oder noch einen da drauf setze, das weiß ich noch nicht. Das muss ich noch erstmal noch ein bisschen kreieren, ne? Aber bevor wir jetzt einen Abschluss machen, das heißt, wir werden jetzt hier nochmal einmal hier eine Kante, ihr seht ja, wo wir sind. Das heißt, hier ist ein Zweier, hier ist der Einer und dann ist einmal hier der Zweier. So, hier werden wir nochmal in der Ecke zwei Stück hinmachen. So. Und dann werden wir das nochmal nach vorne bauen. Das heißt, von der Ecke aus einmal hier hin. Einmal da entlang. So. Dann sieht das so aus. Okay. Dann werden wir in der Ecke jeweils nochmal da einen hinmachen. Dort einen hinmachen. Ein. Nicht zwei. Hier zwei Stück und da ist einer. Okay. So. Dann sieht es so vom Weiten aus und somit haben wir jetzt erstmal so, ja, die Sphinx fertig an den Seiten. Ach so, Ohren kommen auch noch da dran. Ne? Dann würde ich sagen, genau da, wo das, wo die Auge ist, wo das Auge ist, hier ist das Auge. Genau da machen wir jetzt erstmal einen hin, dann machen wir diagonal da einen hin, dort einen hin. So, dann haben wir hier, seht ihr ja, so einen Winkel gemacht. Dann können wir hier die runterziehen, eins, den zählen wir mit, eins, zwei. 3, 4. Dann nochmal 1, 2, 3. Und da oben war 4. Okay, dann sieht das von Weitem so aus. Wie ein Öhrchen, ne? Dann wieder hier, da ist das Auge. Einmal hier entlang.
da einen hin, da zwei Stück hin, dann 1, 2, 3, 4, den nach unten ziehen und dann haben wir hier auch ein Öhrchen, ne? So, dann könnte man vielleicht, weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier noch, ach, das weiß ich nicht, das baue ich später noch, bevor ich jetzt hier, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal das Gesicht fertig, ne, so sieht das jetzt aus und den Rest machen wir in der nächsten Folge, weil ich muss jetzt auch die Füße kreieren und so und hinten bauen wir dann auch noch ein bisschen aus, weil das sieht ja, ist ja nicht so weit, noch nicht fertig, das heißt jetzt hier am Kopf werden wir noch was verändern und mit der Mütze und so, aber das machen wir in der nächsten Folge, wichtiger war für mich jetzt, dass wir jetzt das Gesicht fertig bekommen, das war jetzt mein Anliegen. Und dann heißt es, den Rest müsst ihr ja, ich wollte es eigentlich in einer Folge fertig kriegen, aber das Gesicht hat schon ein bisschen gedauert, weil ich wollte nicht einfach irgendwas hinklatschen. Ne? So, dann wünsche ich euch mal viel Spaß und wir sehen uns dann wieder bei PlaySimple.